Heute geht es um Winkelarten. Winkelarten wie den spitzen Winkel. Wer kennt diese Szene hier oben nicht? Mario Götze schießt uns zur Weltmeisterschaft. Deutschland wird Weltmeister durch ein Tor in der Verlängerung aus, und so hat es der Kommentator gesagt, aus spitzem Winkel. Spitzer Winkel heißt, der Mario Götze hat nicht von der Mitte vom 16er geschossen, sondern er hat von weiter außen geschossen, so dass es eigentlich recht schwer ist, ins Tor reinzubringen. Und da sagt man dann eben im Fußballfachjargon, aus spitzem Winkel geschossen. Und das hat tatsächlich mit der Mathematik zu tun, die wir mit Winkel jetzt heute kennenlernen müssen. Ein spitzer Winkel ist quasi etwas, wo der Winkel oder das Winkelmaß recht klein ist. Ich habe das jetzt hier mal mit zwei Halbgeraden, also zwei Schenkeln, gekennzeichnet. Das ist ein spitzer Winkel. Allgemein sagt man, sobald das Winkelmaß eines Winkels kleiner ist als 90 Grad, spricht man von einem spitzen Winkel. Hätte er also quasi vom Elfmeter drauf geschossen, dann wäre es kein spitzer Winkel. Aber dadurch, dass er recht weit nach draußen gegangen ist, dadurch war es ein spitzer Winkel. Welche Begriffe es noch gibt und was sich dahinter verbirgt, das werden wir jetzt kennenlernen. Also, spitzer Winkel. Ich habe nochmal hier einen eingezeichnet. Das ist ein Winkel, der ist kleiner als 90 Grad. 90 Grad wären ungefähr hier, wo meine Maus gerade ist. Also spricht man von einem spitzen Winkel. Alle Winkel, die kleiner sind, nennt man so. Spitzer Winkel. Das ist jetzt durch so eine genannte Dreiecksungleichung dargestellt. Also, man liest es so. Alpha, der Winkel, der hier dargestellt ist, ist kleiner als 90 Grad. Und wenn man es von der Mitte nach links liest, steht doch dran, Alpha ist größer als 0 Grad. Der Winkel 0 Grad ist also kein spitzer Winkel. Alles, was dazwischen ist, 1 Grad, 2 Grad, 3 Grad, 4 Grad, 5 Grad und so weiter, bis 89,99999 Grad, das sind alles spitze Winkel. Es gibt aber natürlich noch weitere, denn der rechte Winkel ist zum Beispiel genauso ein Begriff, den wir heute kennenlernen. Ein rechter Winkel ist dann der Fall von 90 Grad. Also in dem Fall wäre es ja kein spitzer Winkel mehr. Wir haben kennengelernt, es sind nur die Winkel, die kleiner sind als 90 Grad spitze Winkel. Nein, ein rechter Winkel hat exakt 90 Grad und das wird häufig mit so einem Punkt gekennzeichnet, also nicht nur der Bogen mit dem Pfeil, sondern eben auch ein Punkt in diesem gelben Feld hier. Dann gibt es den sogenannten stumpfen Winkel. Ihr werdet bestimmt schon drauf gefunden haben, was das bedeutet. Das Winkelmaß ist jetzt nicht 90 Grad, nein, es ist auch nicht kleiner als 90 Grad, es ist größer als 90 Grad. Also Alpha, wenn man es von Mitte nach links liest, Alpha ist größer als 90 Grad, aber auch kleiner als 180 Grad. Das heißt, wenn hier meine Maus folgt, hier ist der 90 Grad Winkel, bis darüber, bis darunter, knapp bis 180 Grad, das sind alles stumpfe Winkel. Der 180 Grad Winkel, den ich jetzt hier eingezeichnet habe, der hat nämlich einen eigenen Namen. Den nennt man gestreckter Winkel. Alpha gleich 180 Grad heißt gestreckter Winkel. Vier Begriffe, es kommt noch ein fünfter hinzu. Ihr könnt es euch denken, alle Winkel, die größer sind als 180 Grad oder ein größeres Winkelmaß als 180 Grad haben, die nennt man überstumpfer Winkel. Das sind alle Winkel, die größer sind, also von Mitte nach links gelesen, größer als 180 Grad sind, aber eben kleiner als 360 Grad sind. Denn der 360 Grad Winkel, den haben wir schon mal kennengelernt, das nennt man den Vollwinkel. Was haben wir also heute gelernt? Wir haben gelernt, dass es sechs verschiedene Winkel gibt. Der spitze Winkel ist eigentlich recht leicht zu merken, dann, wenn quasi der Winkel oder die zwei Halbgeraden eine Spitze formen. 90 Grad Winkel ist ein rechter Winkel. Das muss man sich einfach so merken, wird mit einem Punkt gekennzeichnet. Ein stumpfer Winkel ist ja, wenn die beiden Halbgeraden, die aufeinander zulaufen, eben nicht mehr spitz, sondern stumpf sind. Ein gestreckter Winkel ist, wie wenn man sich gerade lang streckt, also quasi einmal lang macht, dann nennt man einen gestreckten Winkel 180 Grad. Einen überstumpfen Winkel, der nicht nur stumpf ist, sondern überstumpf, also größer als 180 Grad. Und der Vollwinkel, der ist gerade 360 Grad. Diese sechs Winkelmaße oder diese sechs Winkelnamen solltet ihr euch merken und ihr solltet das Ganze so in euer Heft übernehmen. Wenn ihr keinen Platz habt, so, dann macht immer zwei nebeneinander und drei Zeilen untereinander. Aber bitte die Winkel so einzeichnen, dass es ungefähr ein spitzer Winkel, ein stumpfer Winkel, überstumpfer und so weiter Winkel ergibt. Bis zur nächsten Stunde. Tschüss!